Guten Abend und herzlich willkommen Ihnen zu Hause. Er war der weltweit meistgesuchte Mann, der Staatsfeind Nummer 1 der USA, Osama Bin Laden. Heute Nacht um 5.30 Uhr unserer Zeit teilte US-Präsident Barack Obama der Welt mit, Bin Laden ist tot, erschossen von einer amerikanischen Spezialeinheit in seinem Versteck in Pakistan. Bin Laden war der Kopf des Terrornetzwerkes Al-Qaida, das unter anderem für die Anschläge vom 11. September 2001 verantwortlich war. Was bedeutet Bin Ladens Tod für die Welt? Mehr oder weniger Sicherheit? Ist der Kampf gegen den Terrorismus gewonnen oder müssen wir uns auf eine neue Welle islamistischer Gewalt jetzt einstellen? Darüber spreche ich mit Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der in seinem neuen Buch Religion in der Verantwortung das Verhältnis von Politik und Religion beleuchtet und an die Führer der Weltreligion appelliert. Werdet eurer Verantwortung für den Frieden gerecht. Und ich begrüße den Islam- und Nahostexperten Peter Schollatour. Herr Schmidt, Herr Schollatour, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Es ist ein besonderer Tag. Herr Schmidt, wie war Ihre erste Reaktion, als Sie heute Morgen gehört haben, dass Bin Laden getötet wurde? Ich habe es nicht heute Morgen gehört, sondern auf der Autofahrt hierher, weil ich normalerweise weder das Fernsehen einschalte noch das Radio. Mir genügt, wenn ich die Neuigkeiten des Tages nächsten Morgen aus der Zeitung erfahre. Aber meine Reaktion war, muss ich ehrlich sagen, zwiespältig. Einerseits voller Verständnis für den Triumph der Amerikaner, nachdem zweifellos Bin Laden der Urheber dieses schändlichen Attentats auf die doppelten Türme im Süden Manhattans gewesen war. Aber andererseits kann ich nicht daran vorbeisehen, dass die Tötung dieses Mannes auf dem Boden des souveränen Staates Pakistan eine zweischneidige Sache ist. Warum ist es für Sie zweischneidig, dass es gerade dort passierte, in der Form, wie es heute Nacht gemacht wurde? Es hat mehrere Gründe, die das Wort Zweischneidigkeit legitimieren könnten. Zum einen ist es ganz eindeutig ein Verstoß gegen das geltende Völkerrecht. Zum anderen kann es, weil gleichzeitig überall in der arabischen Welt Unruhe herrscht, zu Folgewirkungen führen, die man im Augenblick wirklich nicht übersehen kann. Welche Folgewirkungen befürchten Sie? Ich halte seit vielen Jahren nicht mehr für ausgeschlossen, dass es eines Tages dazu kommt, dass ein Teil der großen Zahl muslimisch geprägter Staaten sich in der einen oder anderen Weise zusammenschließen. Wir haben ja einen wichtigen Zusammenschluss schon erlebt, das war die OPEC heute vor 30 oder 35 Jahren, die im Zusammenhang mit den Kriegen zwischen Israelis und Palästinensern den Welterdölpreis ins Unangemessene gesteigert haben, um auf diese Weise politischen Einfluss auszuüben. Es gibt 1,3 Milliarden Muslime auf der Welt, mindestens 1,3, Herr Schollatour weiß das besser als ich. Und es gibt wahrscheinlich 50 Staaten von nicht ganz 200, die auf die eine oder andere Weise muslimisch geprägt sind. Es wäre ein Wunder, wenn auf die Dauer während dieses 21. Jahrhunderts es nicht zu irgendeiner Art von Zusammenwirken, nicht aller islamischen Staaten, aber vieler islamischen Staaten käme. Denn tatsächlich haben wir der Westen ja doch nun viele unserer Mitbürger dazu erzogen, auf den Islam als Religion herunterzuschauen. Unsere Bischöfe, unsere Priester, unsere Pastoren haben uns dazu erzogen. Und das ist auf islamischer Seite von manchen durchaus registriert worden. Aber jetzt sind wir schon
bei der Philosophie über die Zukunft, die noch erst stattfinden soll. Ja, wir werden nachher noch Gelegenheit haben, da ein bisschen ausführlicher drüber zu reden, gerade was die alte These des Harvard-Professors Samuel Huntington betrifft, der ja schon in den 90er Jahren den Kampf der Kulturen vorausgesagt hat. Auch eine der Thesen in dem neuen Buch von Helmut Schmidt. Herr Scholl-Latour, auch an Sie die Frage, wie sehr hat Sie das heute Morgen überrascht, als die Nachricht über den Ticker kam, Osama Bin Laden ist gefasst und wurde getötet? Ja, zunächst mal, ich habe ihm keine Tränen nachgeweint. Ich hätte aber auch nicht in diesen Jubel eingestimmt, der da nun auf den Plätzen in Amerika stattgefunden hat. Jetzt vor dem Weißen Haus oder vor Ground Zero. Das ist etwas vulgär, ja. Aber vor allem, was mich überrascht hat, ist die Bedeutung, die man diesem Ereignis beigemessen hat. Die Figur Osama Bin Laden hat in der islamischen Welt enorm viel von ihrem Prestige verloren in der Zwischenzeit. Ich war in letzter Zeit sowohl in Iran, die ohnehin gegen Osama Bin Laden sind, weil er ist Sunni, Wahhabi, und also die sind Schiiten, und aber auch bei Leuten des afghanischen Widerstandes. Und selbst die Afghanen sagten im Scherz, Osama ist der Bruder von Obama. Also es war der Verdacht, dass im Grunde eine Komplizenschaft bestand, dass der Mann, der so oft hat, den so viel Geld ausgesetzt war, der so lange intensiv gesucht hat, wo man also heute mit Google da jeden erfassen kann, dass der nicht gefunden wird. Es hatte allmählich der Verdacht kam auf, dass eine Komplizenschaft beinahe mit den Amerikanern bestand. Insofern ist es für ihn wahrscheinlich sogar besser, dass er jetzt als Märtyrer dasteht. Trotzdem nochmal nachgefragt, warum gerade jetzt der Zeitpunkt? Warum ist den Amerikanern das gerade jetzt gelungen? Also sie haben, sagen wir, irgendein Beobachter, er kann ja nicht kommunizieren, er kann über ein Handy oder irgendeine andere Internet, kann man die Informationen, kann im Grunde nur Boten ausschaffen. Ja. Sie haben eben einen dieser Boten, haben sie identifiziert und haben dann rekonstruiert, dass er da sein müssen. Und das war eben eine das hat ja lange genug gedauert, 10 Jahre lang, nicht wahr, mit den Mitteln, die dann zur Verfügung stehen. Und wo sie sonst jeden als mittelmäßigen Hamas-Chef oder Hezbollah-Chef umbringen kann. Aber sie haben es dann eben gemacht und wie Herr Schmidt eben sagte, das Frappierende dabei ist, dass eine glatte Verletzung der pakistanischen Souveränität damit einhergegangen ist. Die Pakistanis tun jetzt so, als hätten sie von Anfang was gewusst. Sie haben natürlich kein Wort gewusst. Und das war ein gelungenes Unternehmen. Wenn man das mit, ich bin zynisch genug, um zu sagen, wenn man das mit Gaddafi auch machen könnte, wären wir manche Sorge los. Erschossen, nicht vor Gericht gestellt, sofort im Meer bestattet. Warum, Herr Schmidt, dieses Vorgehen, diese Eile? Das müsste ein Amerikaner fragen, nicht mich. Trotzdem frage ich Sie, wie Sie das deuten, warum die Amerikaner es so gemacht haben. Einerseits gibt es im Islam die Übung, vielleicht sogar die religiöse Vorschrift, das weiß ich nicht, dass ein Toter innerhalb von 24 Stunden bestattet werden muss. Dem wurde hier Genüge getan. Aber möglicherweise war das Motiv ein ganz anderes. Hätte man ihn gefangen nehmen müssen, um ihn dann vor Gericht zu stellen? Beides wären Verstöße gewesen gegen geltendes Völkerrecht und übrigens auch gegen die Charta der Vereinten Nationen. Über die Reaktion der US-Bürger haben wir eben schon gesprochen. Sie haben das als vulgär empfunden. Welche Reaktionen werden denn diese Bilder, die wir da heute gesehen haben, in der islamischen Welt auslösen, Herr Scholl-Latour? Geringer als zu denken. Es gibt gewisse Länder, wir reden ja immer von 9-11, Al-Qaida und so weiter, als einer afghanischen Organisation. Und zwar, es ist keine afghanische, es ist eine saudische Organisation, das müssen wir erstmal festhalten, die dann in vorübergehende Zuflucht in Afghanistan gefunden hat, aufgrund des Gastrechts, was dort herrscht. Osama Bin Laden hat ja immerhin auf Seiten der Amerikaner und des CIA gegen die Russen gekämpft, von Afghanistan aus. Er war im Grunde, er hatte diese internationale Brigade rekrutiert damals. Also insofern hatte er ein gewisses Gastrecht. Aber an sich war in der Osama Bin Laden bei den Afghanen wie diese ganze Al-Qaida-Geschichte nicht populär.
Das Wort Al-Qaida ist in Afghanistan nicht bekannt gewesen vor 9-11, also vor dem Anschlag auf das World Trade Center. Das haben ja verschiedene Dorfälteste gesagt. Wir haben das Wort Al-Qaida überhaupt nicht gekannt. Das andere, was Sie gesagt haben, als wir uns hier vor ein paar Wochen trafen und darüber diskutierten, dass Al-Qaida überhaupt keine homogene Struktur hätte in der arabischen Welt und auch sonst nicht. Komisch ist ja auch der Ort. Abu Tabat, 60 Kilometer von Islamabad entfernt, eine Gegend, in der viele Generäle leben, eine feine Gegend, ein mehrstöckiges Haus, hohe Mauern. Was haben Sie denn gedacht, wo sich Osama Bin Laden verstecken würde? Ich hatte keine Ahnung. Also ich nahm wie die meisten anderen eventuell in den Tribal Areas, also wo die Stämme dort leben und die schlecht kontrolliert sind, schon zur Zeit. Also schon Pakistan? Schon Pakistan, ja. Auch schon zur Zeit der Briten ja nicht von den Briten kontrolliert, nur Political Agents dort sitzen gehabt. Es wäre auch in Frage gekommen, Jemen, nicht wahr, wo ein totales Chaos herrscht, wo man untertauchen kann, das ist Somalia und so weiter, nicht wahr. Vielleicht war er auch tot, das wusste man ja auch nicht, nicht wahr. Aber dass er nun 50 Kilometer von der Hauptstadt von Pakistan in der von Ihnen beschriebenen Stadt, also mit den, auch vor allem eine Kadettenanstalt ist, also wo nun wirklich alles... Ist nicht weit davon entfernt, genau. Wo wirklich alles strengstens überwacht ist, und Pakistan ist ein streng überwachtes Land, dass da ein Mann, ich weiß nicht, wie lange leben kann und sich auch so ein Haus aufbauen kann, und der ISI, der... Pakistanische Geheimdienst? Ja, hätte nichts davon gewusst, erscheint mir absolut unwahrscheinlich. Herr Schmidt, teilen Sie die Einschätzung, dass der pakistanische Geheimdienst da schon eine Rolle mitgespielt haben muss? Der pakistanische Geheimdienst ist für mich als Deutscher 1000 Kilometer von dem Ort des Geschehens entfernt schwer zu durchschauen. Alle Geheimdienste der Welt sind schwer zu durchschauen für den Außenstehenden. Manchmal durchschauen die sich selber nicht. Und ob die Spitze zum Beispiel der pakistanischen Regierung genau weiß, was Teile ihres Geheimdienstes tun, das möchte ich von weitem gesehen bezweifeln. Und deswegen halte ich alles für möglich. Also da möchte ich Ihnen auch zustimmen. Ich bin sicher, dass Sie jetzt die Präsident Zardari, der auf Amerika eingeschworen ist, der übrigens kein sehr empfehlenswerter Mann ist, also, aber dass der nicht eingeweiht wurde, das ist ziemlich sicher. Und dass dieser pakistanische Geheimdienst zunächst einmal keine ganz einheitliche Gruppe ist, aber doch einen Flügel hat, der pro-islamistisch ist, und zwar sehr stark engagiert aus Seiten der Taliban. Das ist kein Zweifel. Einer der früheren, ich habe einen früheren Befehlshaber dieser ISI getroffen, der General Hamid Gul, der macht gar kein Geheimnis daraus, wo seine Sympathien stehen. Und ich nehme an, das hat so ein bisschen auf seine Nachfolger, einen Teil seiner Nachfolger auch abgefärbt. Gut. Trotzdem muss ja diese Aktion der Amerikaner irgendwo eine Unterstützung erfahren haben, sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Herr Schmidt, als Sie eben zu uns hier kamen und dann sprachen Sie von damals, von 1977. 7., 18. Oktober, diese Nacht in Mogadischu, wie schwer und wie wagemutig diese Aktion war. Und haben das verglichen, sowas kann auch daneben gehen. Wie war das damals, 1977, als Sie mit dem somalischen Präsidenten vorher telefonierten? Waren Sie da sicher, dass das klappen würde? Ich war überhaupt nicht sicher, dass es klappen würde, im Gegenteil. Allerdings war die Situation in einer Beziehung völlig unvergleichbar. Wir haben mit diesem Kommandounternehmen genannt GSG 9 auf somalischem Boden mit dem Einverständnis der somalischen Regierung gehandelt und im offenen Einverständnis. Wir haben über das offene Telefon miteinander geredet, der Präsident und ich. Und Wischnewski, der an Ort und Stelle mit ihm redete, hat ihn sogar noch angeboten, die Gefangenen sind natürlich ihre Gefangenen. Und er hat geantwortet, was? Jetzt wollen sie auch noch Gefangene machen? Das heißt, er ging davon aus, dass das Kommandounternehmen glücken würde und dass es keine Überlebenden unter den Verbrechern geben würde. Es hat dann doch ein oder zwei Überlebende gegeben. Was war die
Qualität von Wischnewski damals? War er in der Lage, mit dieser arabischen Welt auf seine Art und Weise gut umzugehen, die richtige Sprache zu finden? Das ist ganz richtig. Da hat er ein wunderbares Fingerspitzengefühl für den Umgang mit Arabern. Ja, also ich war auch mit Wischnewski befreundet gewesen. Und obwohl ich ja natürlich mit der französischen Seite immer sympathisiere, also im Algerienkrieg war er voll engagiert auf der Seite der Aufständischen. Er hat sogar die Kriegskasse der FLN, der Befreiungsfront, eine Zeit lang zu Hause versteckt gehabt. Und ich habe ihn dann in Tunis getroffen und er wusste wirklich, mit den Arabern umzugehen, hat auch viel gelernt in Algerien. Und ich habe ihn dann wieder getroffen in Jordanien im schwarzen September, wo er ebenfalls erstens war ein sehr mutiger Mann. Und dann hatte er eben, man nannte ihn ja Ben Wisch, nicht wahr? Er hatte einen Instinkt für die Araber gehabt. Darf ich da noch ein Wort zu sagen? Er ist ja nun schon viele Jahre tot. Aber in Erinnerung an diesen toten Freund möchte ich sagen, es war ein absolut zuverlässiger Kerl. Und was er auch richtig getan hat, er hat dem Wegener gesagt, Sie machen die Sache. Ja. Er hat ihm nicht keine Vorschriften gemacht, sondern eben dem Spezialisten die Sache. Wenn wir über Fingerspitzengefühl reden, ich hatte heute den Eindruck, bei der Rede von Barack Obama, dass jedes Wort genau abgewogen war. Es war kein Triumphgehabe, er deutete die Tat als Friedensakt, der Begriff fiel. Aber er formulierte auch, Amerika kann alles bekommen, wenn es sich entschlossen bemüht. Wie haben Sie diese Worte empfunden, die der amerikanische Präsident, Herr Schmidt, heute gewählt hat? Er war in einer schwierigen Situation. Er hat in seiner Rede ja auch bekannt gegeben, dass er selber in zurückliegender Zeit den Auftrag gegeben hat an seinen Geheimdienst, Bin Laden entweder zu töten oder gefangen zu nehmen. Zu loben ist die Ehrlichkeit des Präsidenten. Er spricht zweifellos die Wahrheit. Aber bei mir bleiben Zweifel an der Vorstellung, dass der Präsident eines Verfassungsstaats, eines Rechtsstaats, den Auftrag gibt, einen Menschen umzubringen in einem anderen Land. Ich würde die Verantwortung nicht tragen wollen für eine solche Tat. Ich glaube, da sind also die Deutschen aber besonders tugendhaft. Also was ungewöhnlich ist, ist, dass man das bekannt gibt. Aber das für ihn, man hält ihn ja so ein bisschen immer als Weichling, stellt man ihn hin. Und diesmal konnte er beweisen, dass er eben doch das getan hat, was George W. Bush nicht fertiggebracht hat. Ich glaube, er hat auch im Hinblick auf die Wahlen eine Rolle gespielt. Aber die nächsten amerikanischen Wahlen sind Anfang Oktober 2012. Ich kann mich erinnern, dass im Wahlkampf davor Barack Obama immer George W. Bush dafür kritisiert hat, dass er nicht entschieden genug sich auf die Suche machen würde, Osama Bin Laden gefangen zu nehmen, dass er das vernachlässigt hätte. Aber was bedeutet Bin Ladens Tod jetzt für den Präsidenten Barack Obama, Herr Schmidt? Es ist nicht meine Sache, das zu beantworten. Es hängt von vielerlei unwägbaren Faktoren ab, die in den nächsten Tagen in Erscheinung treten werden. Es hängt zum Beispiel auch ab davon, was in Libyen in den nächsten Tagen passiert und wie die Weltöffentlichkeit darauf reagiert. Das kann einen Einfluss haben auf die Stimmung der Massen in Algerien, in Ägypten, in Syrien. Kann, muss überhaupt nicht. Das kann man heute nicht vorweg sagen. Und ich scheue mich, Prognosen abzugeben in einer völlig ungewissen Situation. Trotzdem, Herr Schollatour, wie groß ist die Gefahr jetzt von irgendwelchen Racheakten aus der islamischen Welt? Ach Gott, ich glaube, die persönliche Bindung der arabischen oder islamischen Massen an Osama bin Laden ist weit geringer geworden. Jetzt, als Märtyrer, ist er wieder aufgewertet worden. Und es ist bezeichnet, dass er tatsächlich zum Märtyrer werden wird. Das ist er jetzt.
Das ist der Erste. Und das ist eben das Bezeichnende, das ist auch ein Unterschied zwischen der westlichen Welt. Als der Sohn des Kommandeurs und obersten Haupt der Hisbollah, der schiitische Hisbollah im Libanon, als der im Kampf gegen die Israelis gefallen ist, ist eine riesige Menschenmenge zu ihm gekommen, nicht um ihr Beileid auszudrücken, sondern um ihn zu beglückwünschen, dass sein Sohn als Märtyrer in die Gärten Allahs eingegangen ist. Herr Schmidt, wird er jetzt zum Märtyrer? Kann ich nicht beurteilen. Ja. Rolf Tophoven, Institut für Terrorismusforschung, formulierte heute, er wird jetzt zum Che Guevara des Terrorismus. Das heißt, sein Platz auf den T-Shirts ist gesichert. Ja, es gab ja mal eine Zeit lang, wo es viele T-Shirts gab mit Osama Bin Laden. Die waren aber völlig verschwunden. Mhm. Die könnten jetzt wieder auftauchen, eventuell. Die Nummer zwei ist El-Zawahiri. Ja. Wird der jetzt zum Staatsfeind Nummer eins? Das ist ein Ägypter zunächst einmal. Mhm. Und ein Intellektueller und eine ganz andere Figur. Wahrscheinlich auch sehr viel intelligenter als Osama Bin Laden. Also die Führungskapazitäten von Osama Bin Laden. Woran machen Sie das fest, viel intelligenter als Osama Bin Laden? Osama Bin Laden, ich habe da Leute gekannt, die ihn sehr gut gekannt haben. Ja. Und zwar den Sheikh Al-Turabi im Sudan. Und er sagt, das war im Grunde ein relativ harmloser Junge, sympathisch, auch ein bisschen Charisma, aber es war kein Mann, der etwas hätte wirklich organisieren können. Zawahiri ist, sagen wir, die führende Gestalt. Aber wie gesagt, er ist Ägypter und dessen Problem wird er eben austragen müssen mit den ägyptischen Bewegungen. Heute auch mit den ägyptischen Muslimbrüdern, die ihm bestimmt nicht gewogen sind. Nämlich, die wollen im Moment keine Extremisten in ihren Reihen haben. Was sich dort tut, um es wirklich als Ganzes zu verstehen, ich habe das eben schon mal angedeutet, ist eigentlich auch stark verbunden mit der These des Harvard-Professors Samuel Huntington, der schon 1993 das formuliert hat. Er hat gesagt, in der globalisierten Welt werden Konflikte künftig nicht mehr zwischen den Nationen, sondern richtig zwischen Kulturkreisen stattfinden. Und angesichts der internationalen Konflikte mit religiösem Hintergrund stellt sich tatsächlich die Frage, findet der Kampf der Kulturen vielleicht schon längst statt? Ja, Herr Schmidt, ist dieser Kampf der Kulturen bereits voll im Gange? Das ist auch ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen im Buch. Ich muss zunächst das Wort Kampf der Kulturen etwas kritisieren. Ich habe Samuel Huntington gut gekannt. Ja. Und er hat nicht vom Kampf der Kulturen gesprochen, auch nicht vom Krieg der Kulturen, sondern vom Clash of Civilizations. Das Aufeinanderprall. Das heißt auf Deutsch Zusammenprall. Eine soweit wie man ihn verstanden hat, als ob er vorausgesagt hätte, dass das unvermeidlich stattfinden wird, soweit kann ich ihm nicht recht geben oder denjenigen nicht recht geben, die ihn so ausgelegt haben. Aber das die Möglichkeit eines Zusammenpralls von muslimisch geprägten Zivilisationen mit der westlichen Zivilisation, die Möglichkeit, die ist heute denkbar geworden. Aber nicht erst seit dem Fall Osama Bin Laden, sondern die ist denkbar geworden, eigentlich schon seit der Zeit vor dem zweiten Irakkrieg. Wie meinen Sie das? Auf welche Szenarien müssen wir uns da möglicherweise einstellen? Ich möchte keine Prognosen für die Zukunft abgeben, aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Masse der islamisch geprägten Völker und Stämme arme Leute sind. Es gibt eine besonders hohe Jugendarbeitslosigkeit in sehr vielen der islamisch geprägten Staaten. Es gibt auf der anderen Seite fast überall sehr autoritär regierte Staaten, zum Teil diktatorisch regierte Staaten. Und damit, mit dem gegenwärtigen arabischen Frühling, wie es in den Zeitungen heißt, dokumentiert sich die Unzufriedenheit dieser Leute mit ihrer ökonomischen und sozialen Situation. Das alles kann sich mit religiösen Motiven vermischen. Es gibt ja auch andere Fälle, wo religiöse und nationale Motive sich miteinander vermischen. Immerhin ist der islamische Teil der Menschheit einer derjenigen Teile,
wo das Bevölkerungswachstum, geradezu eine Bevölkerungsexplosion stattfindet, seit einem halben Jahrhundert, seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es 1,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Heute sind es 7 Milliarden, mehr als viermal so viel. Früher haben die Leute in Hütten nebeneinander gewohnt und jetzt wohnen sie in Etagen übereinander. Ob in Sao Paulo oder in Kairo oder in Shanghai, macht keinen Unterschied. Das heißt, es ist eine sozial aufgeladene, ökonomisch aufgeladene Situation, in der ein äußerer Anlass, ein äußerer Funke eine Sache zum Explodieren bringen kann. Das kann durchaus eines Tages dahin kommen, dass ein Zusammenprall wirklich stattfindet. Es gibt ja seit einigen Jahren sogar im Vatikan, in der katholischen Kirche, die Einsicht, dass man miteinander würde reden müssen. Das haben wir heute vor 50 Jahren absolut abgelehnt. Seit Paul dem VI. Fängt es ganz langsam an und setzt sich dann fort. Viel zu spät. Meine Sorge ist seit vielen Jahrzehnten, dass die Überheblichkeit, mit der der Westen in den letzten Jahrhunderten gegenüber dem Islam aufgetreten ist, dass die eines Tages sich schrecklich rächen könnte. Ich sage nicht kann, ich sage, es könnte so kommen. Sie sagen ja damit auch, dass zu wenig geredet wird mit den Vertretern des Islam zum Beispiel. Es findet kein Austausch statt. Herr Schollatour, Sie als Kenner der arabischen, der islamischen Welt, hat das tatsächlich gefehlt, diesen Schritt zu machen, den Herr Schmidt beklagt? Sie leben wir hier im Lande, ja. Ich habe diese berühmte Konferenz, die da im Innenministerium organisiert wird. Die wirklich repräsentativen Organisationen sind da nicht zugelassen. Die Medikirisch ist nun mal eine repräsentative Organisation. Die Gemeinschaft der Muslime in Deutschland, das ist was Ähnliches, ja. Die haben ja sogar eine Ehrenurkunde vermacht. Die sind da nicht zugelassen. Das sind absolut vernünftige Leute. Allerdings die von ihrer Kultur nicht lassen wollen. Aber das ist, abgesehen davon, wenn wir die islamisch-arabische Welt sehen, sie ist natürlich in sich zutiefst gespalten, politisch und religiös. Algerien und Marokko befinden sich um die ehemalige spanische Westsahara praktisch im Kriegszustand. Im Irak, wo ja nichts ausgestanden ist, findet der wirkliche Kampf zwischen Sunniten und Schiiten statt. Und zum Beispiel die Iraner sind für, aus religiösen Gründen, für die anliegenden Staaten überhaupt keine Gefahr, nämlich der sunnitische Islam könnte überspringen in seiner radikalen Form auf die GUS-Staaten der ehemaligen Sowjetunion oder auf andere Staaten. Das Schiitentum ist begrenzt, aber er hat natürlich dann starke Positionen im Libanon. Das alleine aber zu differenzieren und zu verstehen, fällt uns ja allen wahnsinnig schwer. Die Kenntnis ist nicht da. Was Herr Schmidt fordert in seinem Buch, ist den Dialog zwischen den Weltreligionen. Sehen Sie, und Sie sehen gerade jetzt die Religion ja gefordert. Herr Schmidt, wer soll da mit wem reden? Nicht einer mit einem, ja, sondern insgesamt muss die Grundeinstellung sich ändern. Und die Änderung muss vom Westen ausgehen. Denn der Westen ist ökonomisch, politisch und militärisch immer noch hoch überlegen. Von dem muss die Änderung ausgehen. Sie kann von den Kirchen ausgehen, sie kann von den Kirchenoberen ausgehen. Mir wäre es am liebsten, sie ginge von dem einfachen Priester und dem einfachen Pastor aus. Was soll er tun? In der einzelnen Gemeinde. Er soll mit dem anderen reden und ihm zuhören. Ihm Fragen stellen und seine Fragen beantworten. Zum Beispiel würde ich gerne sehen, wenn auf unseren Schulen gelehrt würde, was ich inzwischen gelernt habe, dass nämlich im Koran dieselben Propheten vorkommen wie im Alten Testament. Und dass im Koran Jesus von Nazareth vorkommt. Und zwar nicht abfällig, nicht negativ. Im Gegenteil, ist einer der größten und liebsten Propheten. Ja. Und die Jungfräulichkeit Maria, ja, ist sogar im Koran festgehalten. Und also da ist eine große Verehrung. Also Isa ist einer der fünf großen Propheten des Islam. Das heißt, wir sind zu ignorant, zu abschätzig,
gegenüber dem Islam? Zu ignorant. Ich habe nicht verstanden. Sind wir zu ignorant, zu abschätzig? Wir interessieren uns viel zu wenig für das, was... Wir haben uns bisher kaum dafür interessiert. Mhm. Wir haben auch bisher gar nicht begriffen, dass alle drei abrahamitischen Religionen ihren Ursprung bei Moses finden oder bei Abraham. Das haben Sie bei Anwar Sadat gelernt. Ich habe es gelernt, Gott sei Dank, ja. Aber das Schlimme ist, niemand sonst lernt es in der Schule. Und auf der Universität auch nur im Ausnahmefall, wenn er Theologie studieren sollte. Dann saßen Sie 1981 mit Sadat zusammen, den damaligen ägyptischen Staatspräsidenten, und haben über die drei wichtigen großen Weltreligionen gesprochen, über die Verbindung. Was hat er Ihnen damals erzählt? Er hat mir das erzählt, was ich eben wiedergegeben habe. Er hat mir vor allen Dingen seinen persönlichen Glauben auseinandergesetzt. Nämlich, er glaubte, wenn man den Leuten nur klar macht, dass ihre Religionen, alle drei Religionen, aus derselben Wurzel kommen, ja, und dass sie alle dieselben Gebote kennen und dass sie alle an den einen Gott glauben, dann muss es doch möglich sein, sich miteinander zu vertragen. Diese Art von Philosophie war es, die ihn schließlich dazu gebracht hat, sich selber einzuladen zum Besuch in der Knesset in Jerusalem, dem Feind aus bisher, glaube ich, 4 Kriegen. Ja. Eine unglaubliche Leistung. Mhm. Herr Scholl-Latour, Sie kannten Sadat auch. Ja. Welchen Eindruck hatten Sie von ihm? Ja, ich teile nicht ganz Ihre Bewunderung, indem ich glaube, die Familie Sadat war an der Korruption, aber das ist ja dort üblich, auch beteiligt gewesen. Er war ursprünglich ein Moslembruder gewesen übrigens, war extrem fromm, er hatte diese Marke auf der Stirn, die davon kommt, wenn man sich regelmäßig auf den Boden fällt, entsteht da so ein leichter Fleck. Und es war zweifellos ein redlicher Mann und ein mutiger Mann. Und vor allem, er hat ja etwas fertiggebracht. Er hat den ersten militärischen Erfolg der Araber gegen die Israelis errungen. Er ist über den Suezkanal gegangen. Die waren so erstaunt von ihrem Erfolg, dass sie nachher nicht mehr wussten, was sie weitermachen sollten. Aber immerhin, also er hat da ein gewisses Prestige gehabt. Der Frieden mit Israel, dazu gehörte sehr viel Mut. Er hat es ja auch mit dem Leben bezahlt. Der ist natürlich von der Bevölkerung nie ganz akzeptiert worden. Nein, er ist auch nach seinem Tode nicht wirklich akzeptiert worden. Im Gegensatz zu Nasser, der alle Kriege verloren hat, der wirklich auch Ägypten ins Unglück gestürzt hat, in mancher Beziehung, Gamal Abdel Nasser bleibt weiterhin eine große, bewunderte Gestalt. Ja. Wenn wir gerade beim Thema Ägypten sind, dann sind wir auch beim Thema der großen Veränderung in der arabischen Welt. Es begann überraschend in Tunesien und dann als nächstes Ägypten. Herr Schmidt, wie sehr haben Sie diese rasanten Veränderungen in der arabischen Welt in den letzten Monaten überrascht? Überrascht hat es mich eigentlich nicht, dass es irgendwo zu solchen Protestaktionen kommen würde. Das lag im Lauf der Dinge und nichts Besonderes. Was vielleicht überraschend war, ist der Umstand, dass die heutigen elektronischen Medien dafür sorgen, dass das überspringen kann über weite Strecken, dass es bis in den Jemen übergesprungen hat und bis nach Syrien. Das sind ja hunderte von Kilometern dazwischen. Das verdanken wir den elektronischen Medien und den Handytelefonen. Und trotzdem hatten Sie... Al Jazeera eine ungeheure Rolle spielt. Ja. In welcher Sprache, Herr Scholl-Latour, sendet Al Jazeera? Auf Arabisch und auf Englisch. Eines. Und auf Englisch ist etwas gemäßigter als auf Arabisch. Trotzdem, Herr Schmidt, Sie waren sich sicher, dass da was passieren könnte, eine Veränderung? Sie waren nicht überrascht? Das überrascht mich jetzt. Nein, ich war nicht überrascht, weil ich die soziale und ökonomische Situation in einer Reihe von muslimischen Ländern jahrelang beobachtet habe. In den letzten Jahren konnte ich nicht mehr reisen wegen des Rollstuhls, aber das hat sich mir tief eingeprägt. Das gilt zum Beispiel für Indonesien, ganz weit weg. Das ist der größte muslimisch geprägte Staat überhaupt von allen. Den haben wir gar nicht richtig im Blick, wenn wir vom Islam reden. Da gab es übrigens einmal eine sehr interessante Sache.
Es war ja Holländisch-Indien, eine Kolonie, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem souveränen Staat wurde, unter der Führung eines Mannes, der hieß Sukarno. Und der Sukarno hat seinen Mitbürgern erklärt, es gibt nur einen Gott, und das ist derselbe Gott, ob wir Christen sind oder ob wir Muslime sind. Das ist Panchasita, sicher sein, das ist ein Programm, ja. Ein Teil dieser fünfgliedrigen Weisheit, Panchasita. Ein unglaubliches Experiment, das so lange gut ging, bis sein Nachfolger Suharto gestorben ist. Trotzdem bleibe ich noch mal bei der Frage, Herr Schollatour, wenn Herr Schmidt sich nicht überrascht zeigt mit dem, was jetzt in der arabischen Welt in den letzten Monaten passiert ist. Sie als ständig Reisender, Sie fahren jetzt in den nächsten Tagen nach Alger wieder. Ist das eine Situation, die Sie so erwartet haben? Nein, ich habe vor allem nicht damit gerechnet, dass es in Tunesien anfangen würde. Denn, also das ist nun nichts gegen die Tunesier gesagt, die ich sehr schätze. Aber unter den Maghrebinern, den Arabern heißt es, die Tunesier sind die Frauen, die Algerier sind die Männer, die Marokkaner sind die Krieger. Ausgerechnet in Tunis fängt das nun an. Und hat dann gleich die Auswirkungen auf Ägypten. Und ich war vor gar nicht langer Zeit in Ägypten vorher gewesen und da hat mir wirklich Experten, auch Kollegen, die ich sehr schätze, die seit 40 Jahren dort sind, praktisch teilweise zu mir sagen, die haben gesagt, hier bleibt es ruhig. Es waren nur ganz einige säkularer Staat, also die Scharia diktiert in Ägypten das Vorgehen, aber nicht in Tunesien. Die Scharia ist als oberstes Prinzip. Ja. In Tunesien war es nicht der Fall. Tunesien war sehr weit europäisiert durch die französische Kolonisation, auch die dort besonders imprägnant war. Und die waren also Europa am nächsten. Aber in Ägypten, wir dürfen eines nicht vergessen. Die großen Kundgebungen haben in Kairo, in Alexandrien, ein bisschen auch in Ismailia stattgefunden. Sonst im übrigen Land nicht. Und mir ist, sagen wir, diese sehr sympathische Bewegung, die da stattgefunden hat. Und wo übrigens, also kein Islamismus wurde, hat keiner gerufen, Allahu Akbar. Ja. Ist keine amerikanische oder israelische Fahne verbrannt worden. Es war wirklich, wie Herr Schmidt sagt, eine soziale Erhebung auch der jungen Leute, die keine Zukunft haben. Jetzt müssen wir mal gucken, was aber bei den ägyptischen Wahlen jetzt passiert. Ob das wirklich ein bisschen an Mai 68, muss ich sagen. Viele, die dort vor Ort sind, sagen ja, dass gerade diese junge Bewegung sich leider noch nicht so rekrutiert hat, dass sie noch nicht in der Lage war, eine eigene Partei wirklich aufzubauen. Wir wollen mal angucken, was da wirklich in den letzten 5 Monaten passiert ist. Seit 5 Monaten beherrschen die Umbrüche in der arabischen Welt die Schlagzeilen. Wir schauen noch mal zurück auf die rasanten Ereignisse. Seit Ende vergangenen Jahres kam es in immer mehr Ländern der arabischen Welt zu Protesten in der Bevölkerung. Zunächst in Tunesien, dann in Ägypten wurden die Despoten aus dem Amt gedrängt. In Algerien gibt es demokratische Fortschritte. Aktuell rebellieren die Menschen in Libyen, Syrien, dem Jemen, im Oman und in Marokko gegen die Machthaber. Im Jemen verhandelt Präsident Saleh nach besonders heftigen Zusammenstößen von Oppositionellen und Sicherheitskräften inzwischen über seinen freiwilligen Rücktritt. In Syrien hat Präsident Bashar al-Assad die Chance für Reformen nicht genutzt. Stattdessen geht er mit exzessiver Gewalt gegen Regimegegner vor. Die Proteste in Bahrain und in Jordanien wurden schon im Keim gewaltsam erstickt. Aktuell gibt es kaum noch Demonstrationen. In Marokko verliefen die Unruhen moderat. Marokkos König Mohammed VI. Kündigte eine umfassende Verfassungsreform an. Und in Libyen haben sich die Proteste inzwischen zum Bürgerkrieg ausgeweitet. Ein Ende Gaddafis ist nicht abzusehen. Herr Schmidt, wenn wir uns mal die Meldung vom Wochenende angucken, da starben offenbar Gaddafis jüngster Sohn Saif al-Arab und angeblich 3 Enkel bei einem NATO-Angriff auf Tripolis. Daraufhin gab es Unruhen in der italienischen und in der britischen Botschaft. Was ist da? Sind Angriffe auf Gaddafi und seinem Clan von diesem UNO-Mandat tatsächlich gedeckt? Das ist schwer zu sagen. Das Mandat des Sicherheitsrats ist ein erstaunliches Dokument. Es setzt die Aufgabe, die Tötung von zivilen Bürgern in Libyen zu verhindern. Das soll aber verhindert werden mit Hilfe von Flugzeugen und von Geschützen und Raketen, die von Schiffen abgeschossen werden.
Es ist zwangsläufig, dass damit auch natürlich zivile Bürger getroffen werden. Das heißt, eigentlich, wenn die Urheber dieses Beschlusses konsequent gedacht und gehandelt hätten, hätten sie auch an Land gehen müssen. Von See her und aus der Luft ist es zwangsläufig, dass sie selber auch zivile Bürger treffen. Und es ist beinahe zwangsläufig, dass sie den Bürgerkrieg nicht aus der Luft und von See her siegreich beenden können. Das ist ja nun eine Initiative, die stark vom Engagement, vom Einsatz der Franzosen getragen ist. Also 17. März, die militärische Intervention aus humanitären Gründen beschlossen vom UN-Sicherheitsrat. Wie schätzen Sie denn die Erfolgsaussichten überhaupt an, Herr Scholler-Tour? Diese französische Intervention ist insofern bemerkenswert. In Paris, ich glaube, es war in Paris, wurde noch beraten über die ganze Geschichte. Da hat Sarkozy bereits der französischen Luftwaffe gegeben, bombardiert diese Panzerkolonne, die jetzt in Benghazi einrückt und die auch Benghazi tatsächlich 2 Stunden später eingenommen hätte. Wie groß sind die Erfolgsaussichten? Wie Herr Schmidt sagt, im Grunde wird ein Krieg auf dem Lande gewonnen. Es ist, die Infanterie bleibt die Königin des Schlachtfeldes, um altmodisch zu sein. Und die Israelis haben ja versucht, zum Beispiel im Südlibanon vor allem aus der Luft zu operieren. Das ist schiefgegangen. 2006 ist ein richtiger Rückschlag der israelischen Armee, der wirklich eine gute Armee ist. Das heißt, ein längerer Prozess jetzt. Ja, mein Gott, es kann natürlich, offenbar ist auch die Situation falsch kalkuliert worden. Gaddafi hatte offenbar doch mehr Anhänger in Tripolitanien, nicht in Cyrenaika, als man gedacht hatte. Müsste man, Herr Schmidt, das Mandat jetzt ausweiten? Es tut mir herzlich leid, aber ich bin nicht gewillt, mich in diese Diskussion irgendwie einzumischen. Sie haben es eben beklagt. Sowas kann man nur mit Bodentruppen klar machen. Ich habe festgestellt, dass der Beschluss des Sicherheitsrats nicht konsequent ist. Mhm. Es kommt aber doch hinzu, dass auch die beteiligten Regierungen nicht konsequent handeln. Am wenigsten übrigens die deutsche Bundesregierung, die bei der ersten Libyen-Resolution voller Begeisterung mitgemacht hat und bei der zweiten sich der Stimme enthalten hat. Der deutsche Außenminister hat sich in Tunis und in Ägypten verbrüdert mit dem arabischen Frühling. Auch in Libyen. Ja. Also das ist, die Regierungen haben allesamt auf mich keinen sonderlich konsequenten Eindruck gemacht. Und es kann durchaus noch sehr viel Unangenehmes passieren. Es kann auch sein, dass der Westen Glück hat und die Sache irgendwie glimpflich zu Ende geht. Es ist ja nicht auszuschließen, dass zum Beispiel eine dieser Bomben auch den Gaddafi trifft. Mein Gott, das ist natürlich die einfachste Lösung. Mhm. Und was den Truppen betrifft, man operiert ja heute nicht mehr mit großen Einheiten, sondern es sind kleine Spezialeinheiten, Kommandoeinheiten und sagen wir 300 Royal Marines würden eine libysche Division und so weiter in die Flucht schlagen. Also das ist alles, aber die müssen erstmal in Bewegung gesetzt werden und das wird nicht so ohne weiteres durch und rausgehen. Wir haben über die außenpolitische Rolle Deutschlands gesprochen. Das ist das, was Herr Schmidt gerade kritisiert hat. Wie wird diese außenpolitische Rolle Deutschlands von außen gesehen, Herr Scholler-Tour? Also das war in dem Falle Libyen verheerend. Denn es war ja von den Deutschen gar nicht verlangt, dass sie Soldaten entsenden oder überhaupt sich militärisch beteiligen. Sie wollten ja nur eine Verurteilung des Regimes haben. Mehr war es ja nicht. Und daraufhin hat sich Deutschland der Stimme enthalten als einziger europäischer Staat und als einziger NATO-Staat. Und hat damit wirklich, Westerwelle hat sogar darauf verwiesen, ja, aber die Russen und die Chinesen haben sich doch auch der Stimme enthalten. Sind das unsere neuen Verbündeten jetzt allerdings? Und damit hat man sich in Amerika wahrscheinlich einen ungeheuren Schaden angetan und vor allem aber auch mit Frankreich. Ich hatte die Beziehung mit Frankreich, ich muss ehrlich sagen, was ich an Ihnen, an Ihrer Politik bewundere, dass Sie als Hanseat, als Protestant oder als Norddeutscher die Wichtigkeit Frankreichs erkannt haben. Bisher war das ja mir eine katholisch-rheinische Angelegenheit. Also hier spricht der Katholik. Vorsicht.
Aber das hat man doch völlig aus den Augen verloren. Jetzt die Regierung guckt offenbar nur noch auf die Ostsee oder auf die Pripyat, wenn es schlimm wurde. Das Mittelmeer existiert für die doch gar nicht. Und das Mittelmeer ist nun noch, trotz allem der Ursprung unserer Kultur. Trotzdem, teilen Sie diese Kritik, die Schollatour gerade so formuliert hat? Ich bin ganz seiner Meinung. Man kann das in einem Satz sagen. Unsere Verbündeten und unsere Nachbarn in Europa müssen sich auf die Deutschen verlassen können. Und wenn man das Gefühl kriegt, ich kann mich auf diese deutschen Nachbarn nicht mehr verlassen, dann wird niemand darunter schlimmer leiden als wir Deutschen selber. Da fällt mir aber jetzt so ein Begriff ein, Herr Schmidt. Steht im Koalitionsvertrag, wertorientierte Außenpolitik steht da. Was ist wertorientierte Außenpolitik? Das müssen Sie Herrn Westerwelle oder Frau Merkel fragen, das ist nicht mein Bier. Sie können mit dem Begriff nichts anfangen. Ich kann mit dem Begriff notfalls was anfangen, aber ich hätte ihn in ein Koalitionsprogramm oder in ein Regierungsprogramm nicht aufgenommen. Dass ein Politiker, der Moral und seinem Gewissen zu folgen hat, das ist für mich selbstverständlich. Das brauche ich nicht in ein gemeinsames Programm reinzuschreiben. Erleben wir zurzeit wertorientierte Außenpolitik? Was wir zurzeit erleben, ist eine inkonsequente Außenpolitik, die außer den Leuten in Berlin ansonsten in keiner europäischen Hauptstadt geteilt wird. Wozu führt das, Herr Schollatour? Wir müssen sehr aufpassen. In der militärischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich haben wir schon mal relativ weit gediehen, auch unter Helmut Kohl und Mitterrand. Das ist jetzt vorbei. Und die Partner der Franzosen sind jetzt wieder die Engländer. Die Entente Cordiale entsteht auf einmal wieder, nicht wahr? Und man muss sich meinen, dass man sich in Amerika Liebkind macht, indem man, sagen wir ähnlich wie Schröder damals im Irakkrieg, dann in letzter Minute nicht dran teilnimmt. Das ist eine ganz andere Situation. Und es war wahrscheinlich, was ich befürchte, sogar wieder ein innenpolitisches Kalkül gewesen. Ist das vergleichbar, die Nichtteilnahme von Gerd Schröder damals im Irakkrieg? Taugt der Vergleich, Herr Schmidt? Schröder hatte Glück, weil der französische Präsident dieselbe Entscheidung getroffen hat. Und es gab keinen Beschluss des Weltsicherheitsrates. Ja. Ich kann mich daran erinnern, Sie haben immer das Gebot, Herr Schmidt, der Nichteinmischung in innere Angelegenheit erwähnt. Nichteinmischung in innere Angelegenheit anderer Staaten. Bei welchem Punkt sind verletzte Menschenrechte dann irgendwann doch eine innere Angelegenheit? Man kann das nicht theoretisch definieren. Nehmen wir mal den extremsten Fall, der bisher in der menschlichen Geschichte vorgekommen ist. Das ist der millionenfache Mord an den Juden Europas unter Adolf Hitler. Das würde auch nach meiner Überzeugung rechtfertigen, dass andere Mächte eingegriffen haben oder hätten eingreifen sollen, haben sie ja tatsächlich getan. Ansonsten aber bin ich der Meinung, dass der Grundsatz der Nichteinmischung ein Eckstein des Völkerrechts ist seit über 300 Jahren. Seit Hugo de Groot, seit dem Westfälischen Frieden von Münster und Osnabrück. Was sich jetzt einschleicht in das Völkerrecht, ist ein ganz anderer Grundsatz. Nämlich the responsibility to protect. Auf Deutsch, wir haben alle die Verantwortung, Menschen zu beschützen. Egal, ob das auf unserem Boden ist oder auf dem Boden eines Nachbarstaats oder eines entfernten Staates auf einem anderen Kontinent. Das ist eine gefährliche Sache, weil gleichzeitig national-egoistische wirtschaftliche Interesse, eigenes ökonomisches Interesse, Interesse am Öl, an Ölreserven sich einmischen. Und es ist eine wunderbare Entschuldigung, immer zu sagen, das machen wir aus Gründen der Humanitas, der Mitmenschlichkeit. Gibt es irgendein Beispiel aus den letzten Jahren, wo Sie sagen, da war das Einmischen durchaus berechtigt? Das Einmischen in Afghanistan
ist jedenfalls gerechtfertigt durch einen Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Und insofern ist es völkerrechtlich. Obwohl es, sagen wir, dem Artikel 5 der NATO nicht entspricht. Ja. Der Sicherheitsrat hat gerechtfertigt. Das heißt aber nicht, dass die NATO sich verpflichtet fühlen musste oder durfte. Ja. Wenn man den Nordatlantikvertrag liest, dann ist es höchst zweifelhaft, ob die NATO den Auftrag daraus ableiten könnte, in Afghanistan Krieg zu führen. Andersrum gefragt, Herr Schmidt, wo war ein Fall in den letzten Jahren, wo die Völkergemeinschaft versagt hat, wo sie hätte aufstehen müssen, wo sie sich hätte einmischen müssen? Ich bin da sehr zurückhaltend mit dem Einmischen müssen, sehr zurückhaltend. Denn ich weiß, dass es letzten Endes dazu führt, dass nationalegoistische Interessen den Ausschlag geben. Nehmen Sie den Fall des Bürgerkrieges in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Mhm. Da sind zigtausende von Menschen ums Leben gekommen. Der Westen kam gar nicht auf die Idee, aus humanitären Gründen sich einzumischen. Weshalb nicht? Weil er dann einen Krieg gegen Russland hätte führen müssen. Das heißt, da waren Interessen abgewogen und das überwiegende Interesse war, nein, wir wollen mit Russland keinen Krieg. In meinen Augen sehr vernünftig. Jetzt werden zwei andere Beispiele immer wieder gern genannt des Versagens der Völkergemeinschaft. Kosovo, Ruanda. Teilen Sie das? In beiden Fällen hätte ich, wenn ich mich an die Stelle der damaligen Regierung denke, in beiden Fällen hätte ich mich gegen eine Einmischung ausgesprochen. Wir haben eben schon über die Veränderungen der arabischen Welt gesprochen. Syrien, ein Schlüsselstaat. Präsident al-Assad geht in seinem Land nicht minder brutal gegen sein Volk vor als Gaddafi. Warum hat bisher noch kein europäischer Politiker den Sturz von Assad gefordert? Herr Schmidt. Es ist nicht mein Bier, das zu beantworten. Ich glaube, der Westen, die westliche Allianz hat so viel am Hals im Moment. Der Irak ist ja nicht ausgestanden. Ja. Die Streit ums Heilige Land ist längst nicht ausgestanden. Afghanistan versucht man jetzt mit allen Mitteln rauszukommen, man weiß nicht wie. Pakistan kann jeden Tag explodieren. Und dann will man sich nicht auch noch Syrien aufbürden. Aber wo liegt der Unterschied? Gaddafi, Libyen auf der einen Seite und Syrien auf der anderen Seite Assad. Die Außenpolitik ist eben nicht werteorientiert, sondern sie ist auch pragmatisch. Nicht wahr? Gezwungenermaßen. Mhm. Also weil Syrien einfach ein Schlüsselstaat ist, Grenze zu... Weil es in Syrien im militärisch intervenieren wäre eine Katastrophe. Nicht wahr? Libyen ist ja im Grunde eine Wüste. Man wundert sich, dass sie überhaupt sich so verteidigen können. Aber in Syrien, das würde dann den ganzen Orient, auch Israel übrigens, in eine extrem schwierige Lage bringen. Für Israel ist der Bashar al-Assad, da ist ja kein Schuss gefallen an der Demarkationslinie in der ganzen Zeit, seit dem Waffenstillstand, über 20 Jahre oder 30 Jahre. Ja, ist im Grunde die bessere Garantie, als wenn jetzt zum Beispiel, was wirklich die andere Möglichkeit wäre, die Moslembrüder dran kämen und dann sagen, der Kampf um das Heilige Land, die Rechte der Palästinenser, das ist unsere Angelegenheit. Da redet man in Syrien sehr wenig von. Und deshalb, wo die Syrier die Hisbollah unterstützen und natürlich auch die Hamas. Wenn wir uns das jetzt angucken, gibt es in irgendeinem arabischen Staat, Herr Schmidt, eine Chance auf wirkliche Demokratie oder ist diese Vorstellung komplett naiv? Ob sie komplett naiv ist, weiß ich nicht, aber ziemlich naiv ist sie. Ja, vor allem, wir müssen auch davon abgehen, ich glaube, das wird sich in Zukunft mehr und mehr stellen, dass unsere Form der Demokratie kein Weltmodell mehr ist. So traurig es klingt, also mir ist unsere Form der Demokratie lieber als jede andere Form, also nach dem Churchill'schen Spruch. Aber stellt sich vor, China würde mit unseren parlamentarischen Regeln regiert, also man streitet über Hartz IV, ob das 5 Euro mehr werden oder nicht. China hätte niemals das zustande gebracht, was es zustande gebracht hat. Und es herrschen dann eben andere Prinzipien und Deng Xiaoping, glaube ich, hat das auch zitiert, das alte chinesische Wort, bei Tiananmen.
man muss einen Huhn töten, um eine Horde Affen zu vertreiben. Das sind andere Kriterien. Und den Chinesen ist es ja nicht schlecht gegangen bei dieser Form der sehr straff gelenkten Wirtschaftspolitik, die trotzdem kapitalistisch angehaucht war. Wenn wir beim Thema China gerade sind, wir haben über die Weltreligion gesprochen. Es ist keine Religion, es ist mehr, würde Herr Schollatour sagen, eine Sittenlehre. Aber der Konfuzianismus ist etwas, was Herr Schmidt immer wieder mit großer Bewunderung gesehen hat. Was schätzen Sie am Konfuzianismus so? Es ist ganz gewiss keine Religion, obwohl auch der Konfuzianismus ein bisschen religiöse Elemente enthält. Zum Beispiel spielt der Himmel eine Rolle. Aber im Wesentlichen ist es eine Sittenlehre, sagt Herr Schollatour. Man kann auch sagen, es ist eine Philosophie oder eine Ideologie. Ja. Ich würde es eine Weltideologie nennen, denn sie hat ausgestrahlt nach Vietnam, sie hat ausgestrahlt auf Korea, nach Japan. Und auf Europa im 18. Jahrhundert, auf die Aufklärung. Was ist es? Und hat eine ganz lange Tradition. Konfuzius ist ungefähr ein halbes Jahrtausend vor Jesus von Nazareth geboren. Und der Konfuzianismus hat sich zum ersten Mal beinahe vor 2000 Jahren durchgesetzt. Und jetzt lebt er wieder auf. Jetzt habe ich das ja vorhin angedeutet. Hier sitzt jemand mit einem katholischen Hintergrund mir gegenüber und einem protestantischen Hintergrund. Herr Schollatour, Sie waren als Zwölfjähriger auf einer Jesuitenschule. Ihre Eltern haben Sie 1936 dorthin geschickt, in die Schweiz, klugerweise. Was war der Grund? Ja, die wollten mich aus Deutschland raus haben. Ja. Und dann haben sie in eine französische Schule geschickt, also dass ich praktisch total zweisprachig bin. Manche sagen, mache ich immer noch auf Französisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die katholische Kirche in dieser Nazi-Zeit als eine Kraft des Widerstandes erlebt. Nicht das hohe Episkopat, aber der einfache Priester, der Geistliche, die Ordensschwestern, die Orden, die waren im Grunde zutiefst dagegen. Ja, und die Nazis hatten nicht umsonst den Spruch, dass ihre Feinde die Juden, die Freimaurer und die Jesuiten waren. Nicht wahr? Und, würden Sie heute sagen, dass diese katholische Erziehung in der Jesuitenschule Sie sehr geprägt hat? Ungeheuer. Und zwar, ich habe einen sehr rückständigen, wie soll ich sagen, integristischen Katholizismus erlebt. Eine sehr strenge Form. Aber das hat mich im Grunde auch empfänglicher gemacht für das Verständnis des Islam. Fundamentalistische Seite des Islam? Ich hab einen fundamentalistischen Katholizismus erlebt. Nicht? Wir hatten noch ein Lied in der Schule, wo wir zum Heiligen Petrus Canisius, der einer der Gegenreformatoren gewesen ist, und da hieß es dann, mach, o Heiliger, auf Französisch, das Volk treu und der Richter stark bleibt. Das war nicht der Ruf nach der Inquisition. Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie jetzt die lateinische Messe zurückhaben wollen. Ja, auf jeden Fall. Warum? Ich bete sogar auf Lateinisch. Sie beten regelmäßig? Ich bete regelmäßig, ja. Nicht nur, wenn es mir schlecht geht. Sie gehen auch in Gottesdienst? Selten, weil er mir nicht mehr so richtig gefällt. Also im Grunde hat die Kirche eines nicht verstanden, dass dieser Punk, den ja viele kritisiert haben, auch eine Anschlusskraft ist. Das hat Ulla Hahn sehr schön beschrieben, die aus ganz einfachen Verhältnissen kommt. Und für die wäre das große Fest in der Woche das Hochamt in der katholischen Kirche. Herr Schmidt, Sie sind evangelisch. Sie sind als Schüler, nehme ich mal an, zum Konfirmationsunterricht gegangen. Was haben Sie denn aus dieser Zeit mitgenommen? Ich habe alles das, was ich da gelernt habe, als reinen Lernstoff empfunden. Geglaubt habe ich es nicht. Und während der Nazizeit, ich bin ein paar Jahre älter als Herr Schollatour, ich war 14, nein, ich muss mich korrigieren, ich bin 1933 14 gewesen, als ich 21 wurde, fing der Krieg an. Während des Krieges habe ich manchmal
mich auf den lieben Gott verlassen habe. Das hat dann nicht nur bis nächsten Morgen gedauert. Dann war ich wieder überzeugt, dass der liebe Gott leider so viele schreckliche Dinge zugelassen hat, dass ich ihm an das Wort von Gottes Gerechtigkeit insbesondere habe ich dann abgelehnt. Nach dem Kriege habe ich gehofft, würden die beiden Kirchen in Deutschland dazu beitragen, dass Moral und Anstand wieder zur Geltung kommen würden in unserem Land. Es hat sich dann gezeigt, dass die Kirchen dafür eigentlich innerlich nicht vorbereitet waren. Es waren dann mehr die Weimaraner Politiker wie Adenauer oder Schumacher oder Ernst Reuter oder Thomas Dehler und der Marshallplan und der Erfolg des Wirtschaftsministers Ludwig Erhard in den ersten 5 Jahren, die die Deutschen dazu gebracht haben, Demokratie und Rechtsstaat zu akzeptieren. Man muss dabei wissen oder im Bewusstsein haben, dass weder in der katholischen Kirche noch in der evangelischen Kirche Demokratie und Rechtsstaat eine Wurzel haben. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Mhm. Sondern das sind Ergebnisse der Aufklärung der letzten 300 oder 400 Jahre. Und die eigentlichen Wurzeln, jedenfalls für die Demokratie, liegen im alten Athen und im Hellenismus und nicht im Christentum. Ja. Trotzdem, Herr Schmidt, also ich kann mich erinnern, als Ihre Frau, als Loki hier des Öfteren zu Gast war, wir haben darüber gesprochen. 1943 haben Sie kirchlich geheiratet, ist das richtig? 42. Warum, wenn Sie jetzt sich so distanziert äußern, war Ihnen das wichtig, damals kirchlich zu heiraten? Aus dem Grunde, den ich genannt habe, weil ich davon überzeugt war, der Krieg endet in einer Katastrophe des deutschen Volkes und dann brauchen wir die Kirchen, um Moral und Anstand wiederherzustellen. Um die Kirchen zu stützen, nicht aus religiöser Überzeugung. Das Gleiche gilt noch mehr für meine Frau. Weil Loki aus einem atheistischen Haushalt kam? Nicht, weil sie daher kam, das hat auch eine Rolle gespielt, die größere Rolle hat gespielt, dass sie eine überzeugte Anhängerin von Charles Darwin war. Das, wie überhaupt der Darwinismus natürlich alles in Frage stellt, also was religiös ist. Und dann gilt also nur noch der Satz, nicht wahr? Also man muss ja irgendwie weiterleben in einer Tradition, wenn man erzogen worden ist, dann soll man dem auch nicht den Rücken kehren. Aber credo quia absurdum, ich glaube, weil es absurd ist. Nicht? Aber es war auch eine schwierige Situation, im Krieg sich zu entscheiden. Kirchliche Heirat, kirchliche Hochzeit. Das heißt, Ihre Frau, weil sie aus einem atheistischen Haushalt kam, musste sich erst mal taufen lassen, ja, um das möglich zu machen. War das aus Ihrer Sicht dann, aus der Sicht von Loki, überhaupt eine Herzensangelegenheit und auch eine pragmatische Entscheidung? Es war eine vernunftgemäße Entscheidung, weil sie genau wie ich wusste, der Krieg endet mit einer Katastrophe des deutschen Volkes. Aber wir werden weiterleben und wir müssen versuchen, dieses Mal in Anstand zu leben. Und sie hat genau wie ich gedacht, die Kirchen würden dabei eine wichtige Hilfe geben. Übrigens hat sie sich mit dem Pastor, der sie getauft hat, bis zur Taufe selber immer gestritten. Sie blieb bei ihrer naturwissenschaftlich fundierten darwinistischen Überzeugung und er blieb ein ganz naiver, gläubiger Pastor. Aber er hat es akzeptiert. Aber er hat ihr Motiv akzeptiert. Ja, ja. Und deswegen hat er sie getauft. Ja. Er war übrigens der Vater eines gemeinsamen Schulkameraden von Luki und mir. Damals aus der Lichtwerkschule. Ja. Welche Rolle, Herr Schmidt, hat die Kirche denn dann in Ihrem weiteren Leben gespielt? Keine große. Ich habe auch anders als Herr Schallator nie gebetet. Sie haben in dem Buch geschrieben, Sie sind ganz gerne in die Kirche gegangen, um gute Musik zu hören. Für mich war die Kirchenmusik immer viel wichtiger als die Kirche. Johann Sebastian Bach in erster Linie? Der ist für mich der Herausragende, ja. Da gibt es eine Formulierung in Ihrem Buch, da sagen Sie, es wird Zeit für jene Sprache, die unsere Seele ohne Umwege erreicht, die keinen Irrtum kennt und keine Lüge. Tja,
Warum ist Bach so was Besonderes, was Einzigartiges für Sie gewesen? Also Bach würde übrigens genauso gut von der katholischen Kirche akzeptiert. Das musste jetzt nochmal gesagt werden. Ja. Warum ist Bach so besonders, so einzigartig für Sie? Das weiß ich nicht. Darüber müsste ich nachdenken. Ich will hinzufügen, dass die Texte seiner Passionen oder seiner Kantaten für mich dann am angenehmsten sind, wenn sie in Latein waren. Da habe ich sie nämlich nicht verstanden. Für mich kam es nicht auf die Texte an, sondern auf die Musik. Und die Musik ist klar. Es ist eine unglaublich klare Musik, die man sowohl mit dem Verstand als auch mit der Seele aufnehmen kann. Das gilt auch für manche andere Musiken. Das gilt auch zum Beispiel für Verdi. Das gilt für Mozart, das gilt für Beethoven, das gilt für ganz viele. Die Hamburger werden jetzt sagen, jetzt hat er den Brahms nicht erwähnt. Ja. Herr Brahms ist mir ein bisschen ferner als Bach. Und das gilt auch für Mahler und andere und spätere. Es hängt natürlich auch mit der eigenen Erziehung zusammen. So wie man lesen und schreiben lernen muss, so muss man auch das Hören von Musik lernen. Ja, aber ich muss sagen, Ihre Bewunderung für Bach teile ich voll und ganz. Also obwohl ich musikalisch überhaupt nicht begabt bin, aber ich liebe Bach. Beim Arbeiten spiele ich sogar sehr oft Bach. Aber ich habe auch eine Vorliebe für den gregorianischen Gesang. Ich auch. Ich auch. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen irgendwie abgekommen von der Religion. Mir ist aufgefallen, Sie schreiben in dem Buch, je mehr Sie über andere Religionen und fremde Philosophien gelernt hätten, Herr Schmidt, umso größer sei Ihre Toleranz, aber auch Ihre Distanz zum Christentum geworden. Was hat Sie denn da auf Distanz gehen lassen? Die Erkenntnis, dass erstens bei den Gläubigen anderer Religionen derselbe Ernst zugrunde liegt, wie bei den Gläubigen der Religion, in der ich groß geworden bin. Und zum anderen die Erkenntnis, dass zum Beispiel die sogenannte goldene Regel fast in allen großen Religionen gelehrt wird. Die goldene Regel, die der deutsche Volksmund sehr frei nach Immanuel Kant formuliert hat, in der Weise, dass er sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge ich auch keinem anderen zu. Diese Regel finden Sie in allen Weltreligionen wieder. Und das hat mich außerordentlich überrascht. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es erst gelernt im Laufe des Erwachsenenlebens. Und da habe ich begriffen, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Am stärksten angezogen, in der Seele fühle ich mich von den Buddhisten, weil bei ihnen das Motiv des Friedens auch in der Praxis eine viel größere Rolle spielt, als in der Praxis der europäischen christlichen Völker, die einen Krieg nach dem anderen und zwei Weltkriege zu verantworten haben. Nun hat natürlich auch der Buddhismus, also den zum Beispiel Kambodscha war ja zutiefst buddhistisch. Und unter dem Prinzen Sihanouk habe ich damals Kambodscha als das Land empfunden, das dem Paradies auf Erden am nächsten wäre. Und dann kamen die Khmer Rouge und die Killing Fields. Nicht? Also das ist die Bestie ruht die Menschen doch, nicht? Und die Religion im Grunde ist ein Versuch der Zähmung dieser bestialen Natur. Ich bleibe noch mal bei dem einen Punkt, Herr Schmidt. 1986, eine Rede, die Sie gehalten haben, die hier in dem Buch steht, in der Marktkirche damals in Hannover, da sagen Sie für sich, geben sich ein verantwortliches Handeln im Vertrauen auf Gott auf. Sie reklamieren das für sich. Gilt das heute noch? Nein, würde ich heute so nicht mehr formulieren. Warum? Was hat sich da verändert? Da hat sich vieles verändert. Wie gesagt, das Wort von der Gerechtigkeit Gottes kann ich heute nicht mehr akzeptieren. Was
Es geschieht zu viel Ungerechtes. Mhm. Und auf der anderen Seite soll ich glauben, dass nichts geschieht, was Gott nicht will. Ja, daran scheitern natürlich alle Religionen, nicht an diesem Ding. Und ja, es ist auch, sagen wir, ein Unterschied zwischen, sagen wir, der Idee, die aufgekommen ist mit der Aufklärung, vor allem mit der amerikanischen Verfassung, die Pursuit of Happiness. Ja. Nicht der Begriff des Glücks, während früher in der Kirche das Leben auf Erden war das Tal der Tränen. Ja. Ja, das ist natürlich ein großer Unterschied. Früher betrachtete man ein Unheil, das über einen kam, als eben den Willen Gottes in Erwartung einer anderen Seligkeit, die ich mir nicht vorstellen kann. Mhm. Also. Aber ich versuche es nur zu erklären, dass also da ein Bruch zwischen, sagen wir, der protestantischen Auffassung einer, nicht, ein freudiger Mensch zu sein. Das ist sehr, sehr oft in der evangelischen Sprache drin. Aber die Katholiken haben es natürlich übernommen, die passen sich ja immer an. Aber es ist im Grunde, ging man davon aus, dass das hier ein Tal der Tränen ist, aus dem man erlöst werden muss. Unabhängig von dem Tal der Tränen, Ihr Zitat aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, Thomas Jefferson, hat ein kanadischer Unternehmer mir mal erklärt, daher kommt das ganze Ungemacht des Kapitalismus, aus diesem Grundsatz Pursuit of Happiness. Und dann habe ich ihn gefragt, was würden Sie denn stattdessen formulieren? Da hat er gesagt, ich bin durchaus für Life and Liberty, aber drittens, and a good government. Eine anständige Regierung. Ja, ja, ja. Wenn ich Sie beide jetzt hier zusammen sehe, also beide analysieren und beobachten Sie seit Jahrzehnten die politische Weltlage, wo sind sich denn beide zum ersten Mal begegnet? Seit wann kennen Sie sich? Ich glaube, als Sie Kanzler waren in Berlin und nach Paris kamen und ich war Korrespondent, da haben wir uns aufgetroffen. Vor 40 Jahren oder so. Ja, Sie sind ja nicht ein Freund der Journalisten. Haben Sie den zugelassen damals? Helmut Schmidt mache ich ja Journalisten zu Recht im Allgemeinen nicht. Ich gebe ihm da völlig recht. Aber wir haben von Anfang immer sehr gut verstanden. Und was mich verwundert hat sogar, wenn Sie in einem Gespräch mit Schiska, Sie haben sich mit mir unterhalten. Ich habe immer was von Ihnen gehalten. Warum hat denn Herr Chalatoux Ihre Gnade gefunden? Ich habe es nicht verstanden. Warum hat er denn Ihre Gnade gefunden? Gnade ist ein falscher Ausdruck. Ich habe was von ihm gehalten, weil das, was er geschrieben hat, begründet war. Er hat nicht geschwafelt. Er hat das berichtet, was er gesehen hat, und hat das beurteilt, was er gesehen hat. Und das hat mich beeindruckt. Und wir sprachen vorhin von meinem toten Freund Ben Wisch. Für mich sind Chalatoux und Ben Wisch Brüder im Geiste, weil sie beide dieses unglaubliche Verständnis für die uns im Grunde fremden Völker in den islamischen Gesellschaften. Wir standen uns auch sehr nahe. Ja, das glaube ich. Übrigens, ich weiß, beim Islam, der Vorwurf des Islam gegen das Christentum ist die Dreifaltigkeit. Ja. Und da kann man natürlich den Muslimen nicht ganz Unrecht geben. Die Kirche hat sich ja, seit sie existiert, immer über die Gestalt der Dreifaltigkeit gestritten. Das ist eine von den Sachen, die ich zwar gelernt habe, aber nie begreifen konnte. Kann man auch nicht. Der Heilige Augustinus hat es ja versucht, hat es nicht geschafft. Herr Schmidt, Herr Chalatoux, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Und uns bleibt der Hinweis, auch morgen bei Sandra Maischberger, sie wird sich beschäftigen mit den Folgen des Todes von Osama Bin Laden, ebenso wie jetzt das Nachtmagazin. Heute ist da Ihre Gastgeberin Gabi Bauer. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und wenn Sie mögen, nächste Woche Montag, 10:45 Uhr. Danke Ihnen. Tschüss.